Spin-off! Gibt es ein schöneres Wort in den Ohren des modernen, hormongeplagten Gamers von heute? Wahrscheinlich ja. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht auch mal mit Spin-offs befassen können. Zuerst sollten wir uns aber die Frage stellen, was ein Spin-off denn überhaupt ist. Laut Wikipedia ist ein Spin-off... keine Ahnung, hab's mir nicht durchgelesen. Laut meiner bescheidenen Meinung ist ein Spin-off ein Ableger einer Spielereihe, welcher in einem komplett anderen Genre stattfindet. In unserem Fall sind das dann alle Mario-Spiele, die keine Jump'n'Runs sind. Außer Luigi's Mansion, da bin ich mir noch unsicher, wie ich es einordnen soll. Nichtsdestotrotz werfen wir mal einen Blick auf die 5 meiner Meinung nach besten Super Mario Spin-Offs. Open Salami! Lasst mich gleich zu Beginn ehrlich zu euch sein. Ich habe Yoshi Safari noch nie gespielt und werde es wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht machen. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, euch einen SNES, ein Super Scope und dieses inzwischen ziemlich seltene Spiel zu kaufen? Das ist scheiß teuer. Der Grund, warum es trotzdem auf der Liste landet, sollte aber klar sein. Es ist ein verdammter Raygun-Shooter im Mario-Universum. In diesem Spiel reitet Mario auf Yoshis Rücken durch die schlauchartigen auf Super Mario World basierenden Level und er schießt einfach jeden dreckigen kleinen Bewohner des Pilzkönigreichs, der sich ihm in den Weg stellt. Alle wilden Tiere zu erschießen ist zwar eigentlich nicht so ganz der Sinn einer Safari, aber... Mario ist heute mal hardcore unterwegs. Neben dem ganzen Paragoomba-Abschaum gibt es natürlich auch noch Bossgegner, bei welchen es sich um niemand geringeren als die Koopalinge in einem Kampfanzug handelt. Objektiv betrachtet ist es mit Sicherheit keins der besten Spin-Offs, aber allein die Tatsache, dass dieses Spiel überhaupt existiert, macht es mir unmöglich, es nicht in die Liste aufzunehmen. Die Mario Party Reihe hat ihre glorreichen Zeiten inzwischen dank so Dingen wie dem hier oder auch dem Umkrempeln des gesamten Gameplays schon lange hinter sich. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch mal gut war. Und Mann, es war wirklich gut. Der Teil, mit dem ich die meisten Erinnerungen teile und den ich dementsprechend auch am besten finde, ist übrigens der allererste. Damals war das ganze brettspielartige Gameplay in Kombination mit den Minispielen einfach noch wirklich frisch und gut. Auf der einen Seite, also auf dem Spielbrett, ist es ein pures Glücksspiel, weil man würfeln muss, um weiterzukommen und... ja, würfeln ist eine Glückssache. Auf der anderen Seite, also in den Minispielen dagegen, kommt es schon ein bisschen mehr auf das Können an. Ich meine, um die perfekte Bowser-Grimasse hinzubiegen, braucht man schon eine gewisse chirurgische Präzision im Daumen. Die Minispiele sind auch eindeutig das Highlight und der Grund, warum man Mario Party überhaupt spielt. Jedes einzelne fühlt sich ein bisschen anders an und jeder noch so kleine Augenblick der Unachtsamkeit kann das ausbedeuten. Und glaubt mir, ihr wollt nicht, dass es das ausbedeutet. In diesem Spiel wollt ihr nicht verlieren. Das ist wirklich ganz unschön. Ja. Ich will immer noch ehrlich zu euch sein. Ich hasse sämtliche Mario-Sportspiele. Ein Tennisspiel wird nicht spannender, wenn die Spieler riesige, comicartige Figuren sind. Golf ist auch mit einem Klempner am Neunereisen immer noch verdammt langweilig. Und eine Tanzsimulation mit Mario ist... ja. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Ausnahmen gibt. Für mich bildet Mario Smash Football diese Ausnahme. Auf den ersten Blick sieht es zwar wie ein extrem vereinfachtes Fußballspiel ohne Regeln und mit Mario Kart-artigen Items aus, aber das ist es auch. An sich ist Smash Football ein Spiel, das wirklich gut für mich geeignet ist. Ich mag das Grundprinzip von Fußball, also das mit den Toren und Fußtritten und nur in den üblichen FIFAs und Pro Evolution Soccers ist mir der Simulationsfaktor inzwischen viel zu hoch. Es ist mir verdammt nochmal egal, wie gut der Typ mit seinem linken Fuß dribbeln kann, wenn er mit dem rechten Fuß spielt. Ich denke, ihr versteht meinen Standpunkt. Das Schöne an Smash Football ist der stark arcade-lastige Charakter.
Du willst dem Typen den Ball abnehmen. Kein Problem. Du willst ein Tor schießen und bist von den lahmen Standardschüssen gelangweilt. Ebenfalls kein Problem. Du willst in deiner Mannschaft mehr als den Captain und die Mitspieler personalisieren. Dann ist das wohl das falsche Spiel für dich. Nichtsdestotrotz ist Smash Football erstaunlich spaßig dafür, dass es auf einen tatsächlichen Sport basiert. Ich hoffe wirklich, dass für die Wii U eventuell mal ein Nachfolger erscheint. Das wäre ziemlich cool. Mario Kart. Der einsame Herrscher des Funracer-Genres darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Die Spielereihe, die dafür bekannt ist, sowohl Controller als auch Freundschaften zu zerstören, macht genau das mit euren Freunden und Controllern. Es zerbricht sie. Puff. Das Spielprinzip ist simpel. Es gibt viele verschiedene Charaktere aus dem Mario-Universum, welche in Karts gesteckt werden und gegeneinander Rennen fahren. Daher kommt auch der Name. Weil das alleinige Fahren natürlich noch ein wenig zu unspektakulär wäre, gibt es noch jede Menge verschiedene Items, mit denen man den Gegnern ganz schnell mal den Wind aus den Segeln nimmt. Aber warum erzähle ich das? Mit dem Spielprinzip von Mario Kart sollte eigentlich jeder vertraut sein. Ich habe mich in dieser Liste übrigens mal ganz speziell für den neuesten Teil entschieden, also Mario Kart 8. Einfach weil es der aktuellste Teil ist, einen funktionierenden Online-Modus besitzt und ich es gerade hier herumliegen habe. Vor allem sieht dieser Teil aber verdammt gut aus. Was ihr jetzt aber nicht richtig sehen könnt, weil YouTube noch keine 60 FPS zulässt. Yay! Viele von euch fangen zwar bestimmt gerade an zu weinen, weil Mario Kart 8 der beste Teil ist. Aber hey, ich habe nun mal keinen absoluten Favoriten unter den verschiedenen Ablegern. Mir geht es mehr um die Reihe an sich. Solange es einen lokalen Multiplayer hat, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Okay, Mario Kart 8 hat zwar keinen auch nur annähernd spaßigen Ballon-Battle-Modus, aber es ist der einzige Teil, den ich da habe. Hör auf zu weinen, es geht hier ums Prinzip. Meine Güte. Mario Kart macht Spaß, okay? Inzwischen war Mario ja schon in so ziemlich allen Genres vertreten, die es da draußen so gibt. Ich meine, es gibt sogar einen Mario DDR-Teil, welcher mich übrigens sehr stark irritiert. Aber erstaunlicherweise hat er sich in keinem Genre so gut geschlagen wie in den RPGs. Paper Mario 2. Ich denke, jeder, der das Spiel auch nur einmal gespielt hat, fängt alleine bei den Gedanken an Rohlingen an, einen unkontrollierbaren Fluss an Speichel zu verlieren. Ich meine, es ist einfach so gut. Es kombiniert so ziemlich alle Elemente aus den bis dahin erschienenen Mario-Teilen zu einer einzigen, lebendig wirkenden Spielwelt. Es gibt Fragezeichenblöcke, Goombas, verdammte Mafiosi-Palmas und wie eigentlich immer einen großartigen Soundtrack. Die Grundidee hinter dem Spiel, also das Paper im Paper Mario, wird an so vielen Stellen so gut und so kreativ umgesetzt, dass es wirklich die Illusion erzeugt, in einer Papierwelt zu leben. Sofern das jetzt in irgendeiner Hinsicht Sinn ergibt. Tut es nicht? Okay, dann nicht. Die Story geht in diesem Teil sogar ausnahmsweise mal über das übliche rette die Prinzessin, weil fick dich hinaus. Das heißt, sie wurde schon entführt, aber nicht von Bowser und die Beweggründe sind auch andere. Ja, das Kampfsystem ist auch durchaus okay. Es ist zwar rundenbasierend, wird aber durch die ganzen Timing- und Geschicklichkeitseinlagen nicht wirklich langweilig. Jeder einzelne Angriff erfordert eine eigene Taktik und ein eigenes Timing, was durchaus seinen Charme hat. Der Humor in diesem Spiel ist teilweise wirklich unerwartet düster für ein Mario-Spiel. Mitten in der ersten Stadt hängt direkt ein beschissener Galgen herum. Ein Galgen in einem Mario-Spiel. Im Hintergrund wird auch so ein Typ von Mafiosis verprügelt. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter von dem Spiel erzählen, aber das soll jetzt erstmal reichen. Vielleicht gehe ich darauf mal in einem zukünftigen Video näher ein.
Ich würde nicht unbedingt so weit gehen zu behaupten, dass Paper Mario 2 das beste Mario-Spiel überhaupt ist. Aber es ist auf jeden Fall das beste Spin-Off.